Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaft um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen. Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Ich bin mit mir ins Reine gekommen. Ich bleibe in der Hauptstadt. Mein Führer, dass diese Kultur aus dem Westen Europa überschwemmt. Ich bin das letzte Bollwerk gegen diese Gefahr. Ist die deutsche Schicksalsschlacht? Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mitleid ist eine Ursünde. Ich sage immer, Mitleid zu einem Schwachen. Ein paar Vanille Faulpelz! Das Verrat gegen die Natur. Das Starke kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Ich selbst habe mir die... Wir müssen die Zivilbevölkerung schützen! Es geht uns nicht! Und dann entblößen wir die Westfront! Die Korruption in unserem Staat möglich gemacht! You called? Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben. Ich will Fegelein sehen. Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Fegelein!